auf der Gamescom. Mein Name ist Stefan Rojacher, ich bin der Pressesprecher von Kreis Gerske und ich habe meinen Kollegen, den Christian Funk, auch schon traditionell mitgebracht. Der leitet bei uns die Forschungs- und Analyseabteilung. Das ist quasi mit der ganzen Analyse von Schadsoftware und so weiter tagtäglich beschäftigt. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, weil die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, hütet seit Februar eine Ransomware, die speziell Gamer attackiert. Und da hat der Christian Funk eine Analyse mitgebracht, sich das Ganze mal näher angeschaut und präsentiert euch heute auch ein paar neue Erkenntnisse dazu. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Ja, wie es der Herr Rojacher gerade schon gesagt hat, bei uns ist es fast schon Tradition jetzt, dass wir hier zu Gamescom kommen. Und wir haben uns die letzten Jahre beschäftigt mit zielgerichteten Angriffen auf Unternehmen. Wir haben uns angesehen, welche Hacking-Techniken aus Spielen auch schon in der Realität tatsächlich möglich sind. Und wir haben uns angesehen, wie sich das Feld der Online-Gaming-Malware so entwickelt. Das heißt, wir hatten eher so einen allgemeineren Blick auf die Geschichten. Heute wollen wir es etwas genauer wissen. Und genau aus diesem Grund haben wir TeslaCrypt mitgebracht, beziehungsweise die Analyse. Und bei TeslaCrypt handelt es sich um eine sogenannte Ransomware. Das heißt, es ist eine bestimmte Malware, eine Schadsoftware-Gattung. Das Geschäftsmodell dahinter, falls Sie damit nicht vertraut sind, ist relativ schnell erklärt. Geschäftsmodell. Und zwar, diese Schadsoftware, wenn sie mal auf dem Rechner ist, dann nimmt sie den Rechner oder die darauf gespeicherten Daten als Geisel. Dann erpresst man damit den schockierten Anwender und macht damit Geld. Ransomware gibt es im Prinzip zwei verschiedene Arten. Das eine ist der Locker, das heißt ein Ransomware-Locker verbietet den Zugriff auf den Rechner. Man wird ausgesperrt und muss dann eine bestimmte Summe X zahlen, um wieder Zugriff darauf zu bekommen. Die andere Art ist ein Krypto-Locker. Das heißt, damit werden eben die Daten auf dem Rechner verschlüsselt. Und das ist im Prinzip genau dieser Ansatz, der im Prinzip Ransomware auch so einzigartig macht in der Welt der Schadsoftware. Denn man wird direkt angesprochen von diesem Erpresser, von diesen Malware-Autoren. Es wird gesagt, ich habe deine Daten, wenn du sie wiederhaben möchtest, dann kostet das. Das heißt, sie sind immer noch vorhanden, aber man kann nicht darauf zugreifen. Darunter eben auch die Urlaubsfotos der letzten 10 Jahre beispielsweise, wichtige Dokumente, die man auf dem Rechner gespeichert hat, wie zum Beispiel auch Spieledateien. Und am 5. März 2015 haben wir hier zum ersten Mal Angriffsversuche von diesem TeslaCrypt, von dieser Ransomware bei unseren Kunden gesehen, die hier auch blockiert worden sind. Und die ersten Angriffe an diesem Tag, einmal in den USA und einmal in Deutschland, waren eben die ersten Fälle. Seitdem geht es im Prinzip ziemlich steil nach oben. Das heißt, von TeslaCrypt selbst sehen wir mittlerweile mehrere Versionen, mittlerweile doch im dreistelligen Bereich. So viele Samples haben wir mittlerweile davon gesammelt und diese Samples sind auch in der Qualität ziemlich stark angestiegen. Die einzelnen Unterschiede werde ich Ihnen nachher noch genauer zeigen. Entscheidend ist erstmal, wie fängt das Ganze überhaupt an? Wie kommt diese Schadsoftware überhaupt auf meinen Rechner? Und da haben wir gesehen, dass TeslaCrypt insbesondere durch drei verschiedene Exploit-Kits verteilt wurde. Zum einen das Nuclear-Exploit-Kit, das übrigens auch schon aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Werbeeinblendungen einer großen Suchmaschine. Dann haben wir Sweet Orange und das Exploit-Kit. Alle drei Exploit-Kits gehören im Prinzip heutzutage zur Elite der Exploit-Kits. Was ist ein Exploit-Kit? Bei einem Exploit-Kit handelt es sich im Prinzip um eine Art Schweizer Taschenmesser und anstatt einzelnen Messern oder Scheren oder Sägen hat man eben verschiedene Exploit-Codes. Diese Exploit-Codes zielen eben auf Schwachstellen in Software und in diesen Fällen eben um insbesondere Schwachstellen in Browsern oder in Browser-Plugins, das heißt auch in Java oder in Flash beispielsweise, wie es beim Angular Exploit-Kit relativ häufig der Fall ist. Für mich als Anwender ist das Ganze besonders perfide, weil das im Prinzip völlig intransparent für mich abläuft. Ich surfe eine Webseite an, ein solches Exploit-Kit
steckt dahinter, wird eventuell referenziert von dritter Quelle. Und wenn ich eine entsprechende Schwachstelle auf dem Rechner habe, dann wird diese Schwachstelle ausgeliefert und Schadsoftware wird auf meinen Rechner aufgespielt. Hier noch eine Besonderheit vom Engler-Exploit-Kit, und zwar wird beim Engler-Exploit-Kit zuvor erst noch geschaut, welche Software ist installiert, beziehungsweise ist auf diesem Rechner, auf diesem Zielrechner VMware beispielsweise installiert, ist Parallels installiert, ist VirtualBox installiert. Das heißt, das sind Virtualisierungslösungen und die Cyberkriminellen dahinter wollen im Prinzip hier nicht ihre Schadsoftware darauf ausliefern, weil sie befürchten, dass dieser Rechner eventuell ein Analyserechner ist von einer Antiviren-Softwarefirma. Und dementsprechend möchte man hier nicht ausliefern. Zudem haben wir gesehen, dass beim Engler Exploit Kit auch geschaut wird, ob eine Lösung von Kaspersky Lab installiert ist. Das heißt, dementsprechend wurde auch diese Schadsoftware nicht beim Engler Exploit Kit auf unsere Kunden herausgeschickt. Ehrt uns irgendwie, das heißt, vielleicht haben sie gewusst, wir würden es erkennen, und dementsprechend wurde hier diese Schadsoftware eben dann nicht auf die Rechner aufgespielt, sondern der Anwender durfte weiterschalten und wollten, wie er wollte. Sein Rechner wurde nicht infiziert. Wenn das Ganze passiert ist, das heißt, die Schadsoftware kommt auf den Rechner drauf, die Schadsoftware wird ausgeführt, und was diese Schadsoftware dann zuallererst mal macht, ist ein sogenannter Watchdog, wird ausgelöst, er wird aktiviert, und dieser Watchdog macht ein Monitoring von bestimmten Prozessen. Das heißt, er schaut genau nach, ob der Task Manager läuft, ob der Process Explorer läuft. Also Process Explorer ist im Prinzip auch ein Microsoft-eigenes Tool, ist ähnlich wie der Task Manager, nur dass er eben noch mehr Einblicke ermöglicht und mehr Kontrollmöglichkeiten ermöglicht für den Anwender, um das System transparenter zu machen. Das will diese Schadsoftware allerdings nicht. RegEdit wird auch geschaut, läuft dieses Tool gerade. Damit kann eben die Registry entsprechend auch eingesehen werden und kann manipuliert werden. MS-Config ähnlich, das heißt, hier werden auch vor allem die Startdienste des Betriebssystems gesteuert. Zu guter Letzt hier noch die CMD-Exe, das heißt die Command-Line, PowerShell, wie sie heißt bei Windows. Das heißt, entsprechend werden diese fünf Prozesse, wird geschaut, laufen diese Prozesse? Falls ja, werden diese Prozesse beendet? Und wenn man sie wieder starten möchte, dann schlägt das Ganze entsprechend fehl. Diese Ransomware wird dann weiter vorgehen, wird schauen, welche Festplatten gibt es in diesem System, welche Partitionen gibt es in diesem System. Diese einzelnen Instanzen werden durchnummeriert und dann werden die einzelnen Ordner rekursiv durchgegangen, und es wird geschaut, welche Dateien befinden sich darin. Genauer gesagt, welche Dateiarten befinden sich darin. Das heißt, dementsprechend gibt es hier eine sehr, sehr lange Dateiliste. Dritte Seite, die vierte und hier nochmal ganz oben ein Stückchen von der fünften Seite. Das heißt, insgesamt haben wir hier diese Dateiliste, und was diese Schadsoftware tut, ist eben, dass diese Dateiarten verschlüsselt werden. Insgesamt sind wir hier bei insgesamt 185 Dateiformaten, die hier, auf die hier gezielt wird. Und wenn eben diese Ransomware ihr Werk getan hat, dann haben wir im Prinzip ein Betriebssystem, ein paar exotische Programme und sonst eigentlich fast gar nichts mehr, was läuft. Und weil eben auch die anderen Prozesse hier gemonitort werden, haben wir hier ein Betriebssystem mit absoluten nur noch Basic-Funktionen am Laufen. Und das absolut Neuartige für uns war eben, dass TestaCrypt hier eben auch auf Spiele geht. Das heißt, entsprechend werden hier Dateiformate, die mit Spielen in Verbindung gebracht werden, hier auch mit verschlüsselt. Hier haben wir einige Beispiele, zum Beispiel einige MOBAs, Wolf-Spiele, Minecraft, Call of Duty, DayZ und so weiter und so fort. Das heißt, dementsprechend werden hier Safe Games, die Spieldateien, das heißt die Dateiarten, die eben benötigt werden, um das Spiel zu starten, werden mitverschlüsselt. Replays werden mitverschlüsselt und Mods, das heißt Spielerweiterungen, wenn man so möchte. All das wird mit verschlüsselt. Im Prinzip ja, diese Spieleliste ist nur ein Auszug,
Und die Spielerliste ließe sich im Prinzip fast täglich verlängern, weil eben nicht nur spezifische Spiele attackiert werden, sondern eben auch Spiele, die auf bestimmten Plattformen basieren. Wie zum Beispiel hier bei Valve oder hier in der Unreal Engine 3. Das heißt, selbst Spiele, die erst meinetwegen in ein, zwei Monaten released werden, sind davon betroffen. Das ist natürlich die große Frage, warum hier auch so viele Online-Spiele mit dabei sind. Bei Solo-Spielen könnte man im Prinzip gut verstehen, man hat eine Einzelspielerkampagne, vor allem bei The Elder Scrolls hat man teilweise Spielstände mit 100 Spielstunden oder 200 Spielstunden drauf, kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Man hat sehr, sehr viel Zeit investiert in dieses Spiel und man möchte jetzt nicht diese Spielstände aufgeben. Das heißt, dort würde das sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Warum tauchen also so viele Online-Spiele auf? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine echte Antwort darauf. Das müsste man im Prinzip hier die Angreifer fragen. Fakt ist, dass man auf diesem Rechner erstmal nicht mehr spielen kann. Das heißt auch, selbst wenn die Spielstände in der Cloud gespeichert werden, auf den Servern des Spieleanbieters, kann man trotzdem erstmal nicht mehr darauf spielen. Allerdings wurden eben nicht nur spielrelevante Dateiarten verschlüsselt, sondern eben auch die Klassiker, die von der Ransomware eben betroffen sind, wie zum Beispiel die Office-Formate. Das heißt Word-Dateien, Excel-Dateien, PowerPoint, Access-Datenbanken, sämtliche Bilder, allerdings auch hier nicht nur einfach JPEGs, sondern auch RAW-Dateien von Kameras. Dazu übrigens auch einige Adobe-Formate, das heißt, wenn man zum Beispiel Lightroom nutzt. Lightroom ist ein Bildbearbeitungsprogramm, das nicht destruktiv ist, das heißt, dementsprechend werden nur die Änderungen eines Bildes in einem Katalog gespeichert und das Bild selbst bleibt im Originalzustand erhalten. Aber diese ganzen Änderungen, da investiert man sehr, sehr viel Zeit darin und die braucht man auch für spätere Referenzen noch. All das wird im Prinzip hier mit verschlüsselt. Genauso auch wie übrigens auch Zertifikate. Seien es nun Zertifikate zum Signieren von ausführbaren Dateien oder von Webseiten. Diese werden im Prinzip hier auch mit verschlüsselt und so kann man eben eventuell auch Zugriff auf seinen Webserver verlieren. Hier sehen wir im Prinzip einen kleinen Teil des Prozesses bei der Verschlüsselung. Das heißt, entsprechend werden hier durchgegangen durch die einzelnen Ordner, rekursiv. Es wird geschaut, ist diese Datei in dieser Liste vorhanden? Falls ja, wird hier der Dateiname genommen, in einer Variable gespeichert. Und es wird ein paar Checks gemacht, wie lange ist die Dateiname, weil man hier eben am Ende noch was hinzufügen möchte. Bei TeslaCrypt sehen wir vor allem die Erweiterungen .ecc und .exx. Das heißt entsprechend, der Dateiname bleibt zwar im Kompletten vorhanden, der bleibt bestehen, aber es wird eben hier ein anderes Dateikürzel noch angehängt, um zu zeigen, diese Datei ist jetzt verschlüsselt. Was wir allgemein gesehen haben bei dieser Gattung, dieser Ransomware, ist, dass zunehmend legitime Verschlüsselungsmethoden eingesetzt werden. Es hat zwei Vorteile für die Angreifer. Zum einen müssen sie die Verschlüsselungsmethoden nicht mehr selbst schreiben. Das ist nämlich alles andere als trivial, wie sie auch die Angreifer auch selbst schon feststellen mussten. Das heißt, vor ungefähr 10 Jahren, das heißt, die Ransomware feiert im Prinzip Jubiläum, wenn man so möchte. Vor ungefähr 10 Jahren gab es die ersten Verschlüsselungstrojaner und die Verschlüsselungsmethoden darin waren ausbaufähig. Das heißt, sie waren. Teilweise haben sie sehr, sehr schwach verschlüsselt. Man konnte über Brute Forcing den Schlüssel herausfinden und die Dateien wieder freischalten. Wir als Firma haben übrigens auch dabei ein Hilfepostfach auch kreiert, damals für den Trojaner GP-Code, das heißt gpcode@kaspersky.com, da konnte man hinschreiben, auch als Nicht-Kunde, wenn man davon betroffen war, und konnte eben hier betreffende Dateien uns schicken und wir konnten einen Schlüssel daraus generieren, um diese Dateien wieder entschlüsseln zu können. Irgendwann sind die Verschlüsselungsmethoden viel stärker geworden, das heißt durch reines Brute-Forcing war dies nicht mehr möglich, aber trotzdem gab es immer mal wieder so kleine Pferdefüße, Fehler in der Implementation, die es uns möglich machten, ein Tool daraus zu bauen, um den betroffenen Leuten zu helfen. Beim Einsatz dieser Verschlüsselungsmethoden macht das Ganze für die Angreifer viel einfacher und sie können eben auf qualitativ hochwertige Software dabei zurückgreifen. Hier wird zum Beispiel gerne benutzt hier WinRAR, GnuPG, also bekannt aus PGP-Verschlüsselungen, und OpenSSL. Und TeslaCrypt verwendet hier zum Beispiel OpenSSL.
Es hat einen weiteren Vorteil für die Angreifer, und zwar ist das Ganze auch schwieriger zu erkennen für Antivirensoftware. Das heißt, eine Antivirensoftware mit einer verhaltensbasierten Komponente schaut genau, was passiert gerade im System, was tut diese Software. Ich kenne diese Software nicht, ich muss sie erstmal beobachten. Und wenn dementsprechend hier Verschlüsselungsroutinen gefunden werden, die eigentlich legitim aussehen, weil man sie kennt, eben aus diesen bekannten Tools, dann muss man erstmal schauen, ja, ist das jetzt legitim oder ist das eine Schadsoftware, die eben genau diese Bibliotheken für böse Zwecke nutzt. Wenn TeslaCrypt sein Werk verrichtet hat, dann bleibt erstmal ein großer Schritt noch offen. Und zwar wird hier ein Service von Windows selbst genutzt, und zwar ist es hier der VSS-Admin, um Schattenkopien zu löschen. Das ist im Prinzip auch, also das mussten Sie auch erst lernen. Und zwar werden ja von Windows-Betriebssystemen seit einiger Zeit Schattenkopien angelegt. Und wenn diese nicht gelöscht werden, kann man natürlich ganz einfach wieder einen Wiederherstellungspunkt wählen und alles ist so wie vorher. Alles wunderbar. Das ist eben hier nicht mehr möglich. Und dann kommt es natürlich zu dem Punkt, wo es für den Angreifer am wichtigsten wird: Wie komme ich an die Kohle? Und dementsprechend gibt es hier Lösegeldzahlungsaufforderungen. Und was hier besonders ist, das ist auch eine Entwicklung erst in den letzten ein, zwei Jahren, dass das Lösegeld gezahlt wird über Bitcoins. Gerne über Bitcoins, weil es eben, wenn man es richtig macht, einen großen Grad an Anonymisierung mit sich bringt. Und zum anderen werden die Command-and-Control-Server dieser Schadsoftware im Tor-Netzwerk versteckt. Das ist im Prinzip auch so ein Part, wieder mal Lessons Learned. Es gab immer mal wieder Fälle, bei denen verschiedene Behörden auf der Welt eben genau nachvollziehen wollten, wie passiert das Ganze und kann man eventuell diesen Angreifern auch auf die Schliche kommen. Und da hat es einige erwischt und dementsprechend wurden die Command-and-Control-Server bei Durchsuchungen dann eingepackt und die Masterkeys zur Entschlüsselung für alle wurden dabei mitgenommen und den Leuten konnte geholfen werden. Wunderbare Sache, eben aber nicht für die Angreifer. Und dementsprechend wird hier gerne auf das Tor-Netzwerk zurückgegriffen, um auch hier eine weitere Instanz Anonymität eben auch zu wahren und auch um das Risiko für sich selbst zu verringern. Hier haben wir ein weiteres Beispiel. Hier übrigens auch ganz interessant, sieht man ganz unten Time Left, 95 Stunden, 51 Minuten und hier noch 9 Sekunden. Es ist tatsächlich so, dass einige Ransomware-Arten mittlerweile durch Zeit zusätzlichen Druck aufbauen wollen. Das heißt, in diesem Fall wird gesagt, okay, liebes Opfer, Sie haben jetzt 100 Stunden Zeit, diese Zahlung durchzuführen, ansonsten werden wir Ihnen nicht mehr helfen. Das ist Ihr eigener Fehler. Es gab auch Fälle, da wird über die Zeit Druck ausgeübt, indem man zum Beispiel alle 5 Tage den Lösegeldbetrag um das Doppelte erhöht. Auch das wurde immer mal wieder gesehen. Ich kann allerdings jetzt nicht sagen, ob das in der Realität auch wirklich dann so zutrifft, ob das tatsächlich dann so gehandhabt wird, weil wir haben es nicht ausprobiert. Und hier haben wir eben die Lösegeldzahlung, den Screen dafür für TeslaCrypt 2.0. Das ist die neueste Form. Und was hier auch, was man hier sieht, steht oben im Titel des Browsers CryptoWall 3.0. CryptoWall ist eine weitere Art von Ransomware, aber es ist eben, wird hier dargestellt von TeslaCrypt 2.0. Das ist wieder eine Finte, sage ich jetzt mal. Auch warum das jetzt gemacht wird, kann man im Prinzip nur spekulieren. Was als sicher gilt, ist, dass CryptoWall 3.0 wesentlich bekannter ist als TeslaCrypt. Sie ist gefürchteter als Folge auch daraus und es ist eben bis heute nicht möglich, verschlüsselte Dateien durch CryptoWall 3 verschlüsselte Dateien wiederherzustellen. Das ist bis heute nicht möglich. Das heißt,
Wohl hatte man sich eventuell gedacht, ja, ein Opfer, was wird dieses Opfer tun? Es wird erstmal herausfinden wollen, was das für eine Schadsoftware. Dann steht hier Crypto-Wallet, dann nimmt man einen anderen Rechner her, benutzt seine favorisierte Suchmaschine und sucht einfach mal drauf los und dann stößt man auf diesen Namen und sieht, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, ich muss hier zahlen, es gibt keinen anderen Ausweg. Hier sehen wir eine Routine in TeslaCrypt, einer früheren Version. Und zwar ist diese Routine dauerhaft aktiv, nachdem alle Daten verschlüsselt sind. Diese Routine wird ständig darauf warten, zu schauen, ist dieses Lösegeld jetzt bereits über Bitcoins bezahlt worden? Ist diese Zahlung auf einer anderen Wallet in die Cyberkriminellen, ist diese Zahlung eingegangen? Falls ja, soll hier im Prinzip eine Entschlüsselung stattfinden. Das ist auch hier so ein Watchdog. In verschiedenen Intervallen wird hier geschaut, ist dieses Geld mittlerweile eingegangen. Hier haben wir ein Beispiel, das habe ich in einem Forum gefunden, ein Betroffener von TeslaCrypt 2.0. Dieser Betroffene hat hier gezahlt und es hat nichts gebracht. Das ist übrigens ein klassisches Risiko hier. Das heißt, man sieht allgemein im Feld Ransomware-Fälle, da hat es funktioniert, das ist die Minderheit. Es gibt Fälle, da hört man nie wieder was davon. Und es gibt Fälle, da bekommt man tatsächlich ein Tool oder einen Dechiffrierungsschlüssel, der allerdings dann nicht funktioniert. In diesem Fall bei TeslaCrypt ist eben diese Routine, diese Entschlüsselungsroutine fest in der Software verankert. Warum diese nicht ausgelöst wurde, man weiß es nicht. Ist es ein Softwarefehler, wenn man so möchte, oder ist sonst irgendwas schiefgelaufen? Schwer zu sagen hier, aus einer Ferndiagnose. Es gab allerdings in den früheren Versionen von TeslaCrypt, vor 2.0, vor der aktuellsten Variante, auch einige Fehler, die wir gefunden haben. Fehler, die ich im Prinzip vorher schon angesprochen habe, so kleine Fehler in der Implementierung. Das heißt, entsprechend durch diese Routine, die wir vorher gesehen haben, durch diesen Algorithmus, der ständig wartet, ist diese Bezahlung eingegangen. Das heißt, hier wird auf ein Kommando des Command-and-Control-Servers gewartet. War es hier möglich, einen Fake-Befehl zu verschicken? Das heißt, wenn man dieses Format kennt, auch diesen Befehl, der eben von C&C kommen sollte, wenn man den von einem anderen Rechner aus im Netzwerk dann an diesen Rechner schickt, dann konnte man diese Entschlüsselungsroutine aktivieren. Bei uns im Labor haben wir das mal versucht und da hat es funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt eine dreistellige Anzahl an TeslaCrypt-Versionen, vielleicht gibt es auch fehlerhafte. Wir haben es nicht bei allen ausprobiert. Dann, es gab einen zweiten größeren Fehler und zwar wurde im Gegensatz der Meldung, dass verschlüsselt wurde über ein sogenanntes RSA 2048-Verfahren, ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, entsprechend wird ein Key benutzt zum Verschlüsseln von Dateien und es wird ein anderer Schlüssel verwendet, um das Ganze wieder zu dechiffrieren. Man kennt das von PGP beispielsweise. Das heißt, TeslaCrypt sagt RSA 2048, aber eigentlich hat es AES 256 gemacht. Das ist eine symmetrische Verschlüsselung. Das heißt, ein und derselbe Key wird zur Verschlüsselung und zur Entschlüsselung verwendet. Und genau dieser Key wurde hier in eine Datei geschrieben, eine key.dat-Datei, die gelöscht wurde, wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist. Das heißt, als Anwender, wenn ich gemerkt habe, hey, irgendwas läuft jetzt gerade hier falsch, zum Beispiel, ich wollte gerade ein Programm öffnen und er sagt mir, die Datei ist nicht vorhanden, die Bibliothek ist nicht vorhanden, Bilder fehlen mir, ich habe permanenten Festplattenzugriff durch die Verschlüsselung, allgemein habe ich eine hohe Prozessorlast und irgendwas stimmt da nicht und irgendjemand hat zum Beispiel einfach nur den Stecker rausgesteckt und hat dann von außen, von einem anderen System auf die Platte geschaut, dann war es eben möglich, hier diesen Schlüssel aus dieser Datei noch auszulesen oder von einem Drittrechner alles wieder herzustellen. Was wir allgemein gesehen haben in TeslaCrypt ist, dass die Angreifer hier sehr, sehr viele Täuschungsmanöver verwendet haben. Wir haben es vorher gesehen bei CryptoWall, das heißt, es wird gesagt, ich bin CryptoWall 3.0. Es wird gesagt, RSA 2048 wird verwendet, dabei war es AES 256. Die ersten Versionen von TeslaCrypt haben sich ausgegeben als CryptoLocker, ein weiterer großer Vertreter der Ransomware, auch gefürchtet wegen seiner starken Verschlüsselung. Das heißt, man sieht hier, dass die Angreifer gerne mit
gerne so falsche Fährten legen. Auch hier, warum, kann man nur mutmaßen. Vielleicht, weil man das Opfer noch mehr erschrecken möchte, als es vielleicht tatsächlich schon ist. Man möchte das Ganze vielleicht auf eine andere Gruppierung irgendwie denen zuweisen, damit die Behörden bei einer Verfolgung vielleicht eine andere Fährte aufnehmen. All das wäre im Prinzip möglich. Aber auch hier müsste man im Prinzip die Angreifer selbst fragen. Was tun, wenn es passiert ist und man den Stecker nicht gezogen hat? Allgemein bei Ransomware ist es so, dass die AV-Unternehmen gerne nach diesen Lücken suchen und wenn sie eine solche Lücke in der Implementierung gefunden haben, dass sie gerne dafür dann Tools anbieten auf ihren Webseiten, damit den Leuten geholfen werden kann. Oder wir haben, wie schon gesagt, bei GPCode damals vor 10 Jahren, war aktiv bis vor, glaube ich, 5 oder 6 Jahren, entsprechend einen Mail-Service eingerichtet, um den Leuten zu helfen. Das heißt, wenn man betroffen ist, ist die erste Frage, was habe ich da tatsächlich auf meinem Rechner? Und dann muss man dementsprechend die Seiten durchforsten nach einem möglichen Decryptor-Tool. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier auch eine Rescue Disk, also ein Linux-Live-System, das kann live gestartet werden mit einem Scanner. Aber wir haben hier auch noch ein weiteres Tool, das nennt sich Windows Unlocker. In diesem Windows Unlocker ist im Prinzip so eine kleine Bibliothek von Dechiffrierungsmöglichkeiten, uns bekannten Dechiffrierungsmöglichkeiten von uns bekannten Ransomware-Arten. Es gibt auch immer mal wieder Erfolgsmeldungen, dass Behörden tatsächlich Angreifer hier Dinkles machen. Das ist ein großer Fall hier. Und zwar wollte man eigentlich die Hintermänner von dem Game Over Zeus von dieser Kampagne festnehmen, hat dementsprechend die Server von denen mitgenommen, hat diese untersucht und hat darauf auch die Schlüssel für eine Ransomware gefunden. Diese Schlüssel werden dann auch gerne über die Webseiten dann verteilt und dementsprechend wird hier Hilfe zur Selbsthilfe angeboten. Das heißt, hier war es Cisco, wir haben zur gleichen Zeit hier CoinVault verfolgt, zusammen mit einer Behörde und da wird zum Beispiel auch hier eine solche Webseite daraus kreiert und entsprechend war hier eine große dreistellige Zahl an Dechiffrierungsschlüsseln hier verfügbar und die Leute konnten sich damit selbst helfen. Was tut man dagegen? Klassisch eine aktuelle und effektive AV-Lösung. Updates, Updates, Updates. Ich glaub, diesen Punkt kann man überhaupt nicht genug betonen. Weil, wie wir hier gesehen haben, am Anfang wieder die ganzen Exploit-Kits, Drive-By-Downloads sind im Prinzip heute absolut der Standard zur Verteilung von Schadsoftware und das ist nur möglich, weil Leute nicht updaten. Das heißt, dementsprechend, auch wenn man mal ein kurzes das Wetter für morgen noch schon möchte oder den Busfahrplan und es wird ein neues Browser-Update angeboten, sofort dieses Update einspielen. Gemacht ist gemacht. Ansonsten kann man hier bei Ransomware noch einen dritten Punkt festhalten, und zwar regelmäßige Backups. Allerdings nicht nur einfach nur Backups, sondern eben auch auf Speichermedien, die nicht permanent angeschlossen sind. Das heißt, ein Speichermedium, das permanent angeschlossen ist und auf das man auch frei zugreifen kann, ohne zusätzliche Login-Credentials. Auch diese Daten werden von Ransomware sofort mit verschlüsselt. Und dann hat es dieses Backup mal gegeben. Wenn es passiert ist, wie gesagt, es gibt so ein paar Hinweise, die darauf hinweisen können, dass sowas gerade läuft. Wenn man sieht, irgendwas läuft hier falsch, Dateien werden umbenannt, Programme starten plötzlich nicht mehr und man hat diese hohe CPU-Auslastung, Festplattenzugriffe, Stecker ziehen und danach erst durchatmen. Das ist im Prinzip einfaches Risikomanagement, weil man hat es zwar gesehen, man hat reagiert, einige Dateien mögen vielleicht schon verschlüsselt sein, aber nicht alles. Und selbst wenn, kann man hier im Prinzip diese Daten, die vielleicht schon betroffen sind, schon mal archivieren, weil es eben vielleicht zu diesem Zeitpunkt oder zu einem Zeitpunkt in der Zukunft möglich ist, diese Dateien wieder zu dechiffrieren. Wenn man nicht genau weiß, welche Ransomware auf diesem Rechner ist, mit einer Live-CD einfach mal drüber scannen und schauen, was Tatsache ist. Wie gesagt, es gibt auch falsche Fährten, False-Flag-Aktionen, das heißt, selbst wenn CryptoVault dasteht, muss es nicht CryptoVault sein. Also hier wird ganz gern unter den Gruppen der schwarze Peter einander zugeschoben. Genau, und dementsprechend, selbst wenn da bestimmte Daten schon betroffen sind, diese einfach mal archivieren und auf das Beste hoffen.
dass eben in Zukunft ein Tool veröffentlicht wird von einem Hersteller, um diese Daten wieder zu entschlüsseln. Ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt, nicht bezahlen. Aus den bereits genannten Gründen, das Risiko ist ja sehr, sehr hoch, dass man im Prinzip 300, 400, 500 oder sogar 2000 Euro einfach in den Sand setzt und einem nicht geholfen wird. Dieses Risiko ist sehr, sehr hoch. Gleichzeitig ist es natürlich so, in meiner wunderbaren, naiven Vorstellung, wenn keiner mehr zahlen würde, würde dieses Geschäftsmodell ziemlich schnell aussterben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie mich gerne jetzt fragen. Wenn Sie noch weitere Informationen betreffend Tesla Crypt 2 haben möchten, wir haben eine Seite, die nennt sich die Securelist. Das heißt, dort haben wir viele Artikel, wir haben Blogs und Analysen zu verschiedenen Sicherheitsthemen. Das heißt, dementsprechend können Sie hier noch weitere Informationen auch finden. Diese Seite wird auch fast täglich aktualisiert. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war was Neues und auch hoffentlich auch Spannendes dabei. Und falls Sie Fragen haben, schießen Sie los. Danke. Bitte. Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn Sie sagen, nicht bezahlen, ist erstmal der richtige Schritt. Kann man irgendwie auch noch andersweise schätzen, wie viel Kohle die Angreifer damit so machen? Denn allein der Programmieraufwand dafür muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Das ist richtig, der Programmieraufwand muss bezahlt werden. Allerdings, wenn man auf andere Verschlüsselungsalgorithmen zum Beispiel zurückgreifen kann, das ist der Hauptteil und der Hauptschwierigkeitsgrad, der Hauptaufwand einer solchen Ransomware. Ansonsten kann man sich diese Schadsoftware auch im Netz auf einschlägigen Kanälen auch kaufen. Da ist diese Kaufpreise, je nach Qualität, bewegen sich im dreistelligen, vierstelligen, fünfstelligen Bereich. Je nach Aufpreisliste auch wie beim Auto. Das heißt, da kann man auch sagen, man möchte eine Funktion X noch mit dazu haben, weil einfach weil es cool ist oder weil es noch mehr Geld bringt oder weil es besonders böse ist. Und wie viel Geld tatsächlich damit gemacht wird? Keine Ahnung. Also es ist nicht wenig. Ich kenne Bilder auch aus Untergrund vorn, wo sich die Leute ganz gerne auch damit brüsten, wie viel Geld das sie verdienen. Da werden auch wunderbare Urlaubsfotos gemacht, da werden Kaufverträge von Ferraris dann auch gepostet und so weiter und so fort. Und ein super cooles Foto auf der Couch mit der Knarre und der ganze Boden voller Geld, all das gibt's. Auch da hängt es natürlich auch nicht davon ab, wahrscheinlich wie geschickt man ist. Keine Ahnung. Bitte? Eine grobe Schätzung, kann ich absolut nicht geben, wahrscheinlich auch, weil es die komplette Bandbreite gibt. Das heißt, es gibt vielleicht ein paar, die verdienen gar nicht mal so viel, weil sie, weil sie irgendwelche Fehler gemacht haben. Andere haben es absolut richtig gemacht und sind vielleicht Millionäre, also richtig jetzt mal hier in Anführungszeichen, technisch richtig umgesetzt. Mal ich damit. Das heißt, hier gibt es im Prinzip die ganze Bandbreite, kann ich auch keine Schätzung dementsprechend ausgeben. Wenn ich die Kaspersky-Software habe, bin ich dann absolut davor geschützt? Beziehungsweise kann ich Einstellungen vornehmen, denn eine Verschlüsselung würde ich ja nur bewusst anstoßen. Das heißt, dass ich den Computer sperre für jede Verschlüsselung, dass ich ihn sperre für jede Dateiänderung, kann man sowas anstoßen. Dateinamen ändern tue ich nie, sei denn ganz bewusst. Oder man lastet ja den nicht aus, also ich benutze nur Word, was anderes wüsste ich nicht, was ich da groß mache, dann sage ich, mehr als 10% Prozessorleistung darfst du nie anfangen, dass er da in dem Moment sofort, wenn was passiert, kann man das einstellen, Kaspersky, kann man sowas steuern, dass ich mir richtige Sicherheiten schaffe, dass ich sage, auf meinem PC, da tippe ich und mehr nicht und du machst da auch nicht mehr, weil Journalismus muss ich eigentlich auch nicht viel mehr machen. Also absolute Sicherheit, hundertprozentige Sicherheit können wir nicht garantieren, kann auch niemand anders. Wir haben allerdings ein spezielles Modul gegen Ransomware in unserer Software. Das heißt, falls Verschlüsselungsalgorithmen angestoßen werden, die eventuell verdächtig sind, dann werden auch von uns selbst nochmal Schattenkopien angelegt und der User wird auch gefragt, hey, irgendwas läuft hier gerade, man kann es dementsprechend auch stoppen. Kann ich das sperren? Also ich sage niemals verschlüsseln, es sei denn, ich bewillige das ganz explizit. Das kann man generell nicht, weil Verschlüsselungsalgorithmen auch verwendet werden, zum Beispiel, wenn man eine Webseite ansurft. Wenn man zum Beispiel über HTTPS surft, Online-Banking-Seite, oder über PGP, wenn man PGP nutzt, werden dort Verschlüsselungen eingesetzt.
Gut, das kommt sehr, sehr selten vor, also kann ich das dann nicht extern steuern, ich sage, hier möchte ich das. Ich hoffe, dass es nicht selten ist, dass Webseiten verschlüsselt werden, weil SSL ist im Prinzip ein ganz wichtiger Grundstein in der Websicherheit heutzutage. Aber dann könnte ich ja steuern, dass ich sage, nur wenn diese Website angesteuert wird. Also ich möchte das ganz, ganz bewusst steuern, dass ich meinem System sage, ohne meine Genehmigung magst du gar nichts. Ist das über Kaspersky möglich? So fein granular ist es bei uns nicht möglich. Aber wie gesagt, wenn eine solche Verschlüsselung angestoßen wird, wird auch von uns dabei werden Schattenkopien angelegt. Es gibt auch Ransomware, die zum Beispiel dann noch weitere Funktionen des Betriebssystems auch sperren. Das heißt, wie gesagt, Task Manager zum Beispiel. Und wenn man hier weitere so Tastenkombinationen ausprobiert, Steuern, Alt, Entfernen, bekannte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge, dann wird auch unsere Software nochmal aktiv und wird geschaut, dann kann sie im Prinzip gleich eingefroren werden. Das heißt, man hat hier als User auch die Möglichkeit dann zu reagieren, weil unsere Software dann aufschreibt. Zweiteres, weil es ist hier schon angefragt worden, gibt es denn, wir haben ja verschiedene Behörden in Deutschland, die sich mit der Sicherheit hier beschäftigen, haben die dazu Veröffentlichungen oder wie bewusst gehen die gegen das Thema vor? Und drittens, gab schon mal Kontakt zu einer Organisation in der USA, die einen sehr schlechten Ruf hat, dass die sich ja mal Kundenservice orientiert, also die NSA, die hat ja ein Entschlüsselungsprogramm, dass die dann dafür Entschlüsselung zur Verfügung stellen? Da können Sie mal was Nützliches machen. Zum ersten Punkt, ich weiß, dass das BSI zum Beispiel immer wieder Reports rausgibt, ob Ransomware oder konkret dieses Beispiel hier Thema war, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hab die letzten nicht gelesen. Zum zweiten Punkt, andere Behörden. Wie gesagt, es gibt natürlich Behörden, die hier Verfolgungen anstellen. Das heißt, die Angreifer dingfest machen wollen. Dass Behörden jetzt selbst Dechiffrierungstools herausgegeben haben, weiß ich persönlich nichts davon. Was nicht heißt, dass dies nie geschehen ist, aber ich hab nie davon gehört. Wie es der Christian Funk vorher auch gesagt hat, wenn Schlüssel gefunden werden, mit denen man dechiffrieren kann, dann gibt es Behörden, die stellen es dann auch auf Webseiten. Und ansonsten ist es natürlich auch ein weiterer Punkt, wenn man Opfer von einer Ransomware ist, man wird erpresst. Das Erste, was ich mache, den Stecker ziehen und so weiter, kann die Polizei einschalten, Strafverfolgungsbehörden einschalten. Wird eigentlich fast nie gemacht. Das ist im Prinzip ein großes Problem auch, weil das gleichzeitig auch signalisiert, dass Schadsoftware bei uns scheinbar kein großes Thema ist. Also damit könnte man im Prinzip auch ein großes Zeichen setzen, indem man sagt, hey, dass man eine Anzeige macht, auch wenn eventuell die Chancen nicht besonders hoch sind, so ist es trotzdem erstmal ein Statement, dass man sagt, hey, hier muss einfach mehr passieren. Wäre das schon eine Idee, dass... Ich glaube, es sind noch viele Fragen bei Ihnen, vielleicht... Können wir die anderen Kollegen nachher? Können wir nachher noch? Der Herr im roten T-Shirt und dann hier im blauen Pulli. Von hinten. Erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Meine Frage: Wechseldatenträger. Nehmen wir folgendes Szenario. Ich habe einen PC, der gegenwärtig von dieser Ransomware attackiert wird. Ich merke das, habe auch meine Daten auf einer externen Platte angeschlossen und sage, okay, ich scanne alles und setze den PC zurück. Kannst du die Ransomware von der Platte wieder reaktivieren und meine Daten weiter verschlüsseln? Sind noch aktiv auf der Platte? Was genau meinen Sie mit wiederherstellen? PC zurücksetzen mit dem Update, also neu aufspielen. Komplett neu aufspielen? Komplett neu aufspielen, nur die Platte, die geht es. Jetzt sind die Ransomware-Dateien noch aktiv auf der Platte. Muss man so sehen, die Ransomware-Daten, die Dateien, der Schädling, der ist im Prinzip hier auf der Festplatte, auf der Partition tätig, auf der das Betriebssystem ist. Dort wird sie gespeichert. Zumindest hier in diesem konkreten Fall, ich kenne die Dateipfade. Wenn ich diese Partition im Prinzip hier komplett formatiere, neu aufsetze und diese Schadsoftware auch nicht auf einen anderen Datenträger übergesprungen ist, diese Wurmfunktion, dann ist es kein Problem. Das Problem ist herauszufinden, ob das bereits passiert ist oder ob überhaupt diese Funktionalität in diesem konkreten Fall in einer Schadsoftware vorliegt. Würde ein Kaspersky-Scan das erkennen, der Platte? Ja. Chris, wenn du dich hinstellst, dann blendet sie mich. Fantastisch. Bitte.
noch besser. Ist bekannt, wie sich diese Trojaner mit bereits verschlüsselten Daten verhalten? Oder wenn ich jetzt meine Backup-Daten mit Schlüssel oder diese dann angeschlossen lassen kann und dann immer nur, wenn ich eben das Backup machen will, auch mit dem entsprechenden Schlüssel öffnet worden? Die Schadsoftware im Prinzip ganz nach Plan vorgeht, würde im Prinzip drauf geschaut werden auf ein Speichermedium, was ist das, ist eine Datei drauf. Bei TrueCrypt ist es oftmals so, dass es eine große Containerdatei ist. Wenn dieser Dateityp nicht auftaucht in der Dateiliste der zu verschlüsselnden Daten, dann wird nichts passieren. Wissen Sie da, ob da zum Beispiel jetzt bei TrueCrypt die Dateiendungen? Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Können wir gerne aber nochmal. Nee, aber wir können nachher gerne mal in die Detailliste schauen. Okay. Ja. Ansonsten, was übrigens auch schon öfter passiert ist, um nur ganz kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe auch schon Ransomware gesehen, die hatte einen fehlerhaften Algorithmus und wusste nicht mehr, ob sie bereits mal tätig geworden ist. Das heißt, diese Ransomware hat im Prinzip Gedächtnisverlust und jedes Mal, wenn sie gestartet wurde, das heißt bei jedem Systemstart, hat sie das System komplett neu wieder verschlüsselt und auch komplett neue Keys generiert und die jeweilig der vorherigen Generationen konnten auch nie wieder freigeschaltet werden. Ja. Wir hatten mal, also ich arbeite im IT, im Business-Bereich der IT, da hatten wir auf einem virtuellen Rechner mal einen Verschlüsselungstrojaner, der dann freitags kurz vor Feierabend losgelegt hat und dann über das Wochenende den kompletten Teilserver verschlüsselt. Da durften wir erstmal über die Datenbank-Backups dann alles wieder zurückschieben. Das war irgendwie überlaufen. Ja. Da war noch eine Frage. Ja, Sie sagten, in solchen Fällen wird sehr selten zur Polizei gegangen. Wird das mit Grund gemacht? Also ist es jetzt Erfolgsquote hin oder her? Ist es so, dass die Behörden das ernst nehmen und das auch wirklich verfolgen? Oder ist es so, dass als Fälle zwei Händler abgestellt werden? Also es gibt durchaus Behörden, die sich sehr wohl damit befassen, auch in der Tiefe damit befassen und dementsprechend diese Fälle auch sammeln, damit sie zusammen auch dann verfolgt werden können, damit man mehr Informationen darüber bekommt, auch um zu wissen, wie groß der Schaden ist, sag ich mal, wie viele Leute betroffen sind. Das heißt, ja, es wird sich im Prinzip darum gekümmert, wenn dieser Fall einmal bei einer solchen Behörde dann landet. Ansonsten, ganz kurz, Entschuldigung, ich glaube, die meisten Leute gehen auch deswegen einfach nicht zur Polizei, weil sie sagen, bringt doch nichts. Das ist im Prinzip der große Teil. Bitte. Am Anfang steht ja das Exploit-Kit, hatten Sie erklärt, dass ich mir erstmal vermutlich auch von einer vernünftigen Seite, die vielleicht, weiß ich nicht, durch Cross-Site-Scripting mir die Schadsoftware entweder über Java, den Flash-Player oder JavaScript ziehe. So. Das sind ja eigentlich die drei Möglichkeiten, die vielleicht am meisten ins Gewicht fallen. Wenn die drei ausgeschaltet sind, das heißt, ich habe einen deaktivierten Flash-Player, habe Java deaktiviert und habe im Browser, meinetwegen im Internet Explorer, auch noch JavaScript deaktiviert, wie ist es überhaupt noch möglich, mir das Exploit-Kit dann über eine Website zu ziehen? Damit ist in der Tat sehr, sehr viel Sicherheit gewonnen. Allerdings gibt es immer noch Browser-Schwachstellen. Okay. Also noch unsere vielleicht hier als Zusatz. Wir haben in der letzten Woche unseren Malware-Report für das zweite Quartal rausgegeben und die Schwachstellen in den Browsern sind das Haupteinfallstor mit über 60%. Die Browser danach, zusammengenommen, die einzelnen. Genau, also Chrome, Firefox, Internet Explorer hauptsächlich. Danach kommt dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, Java und dann die Adobe-Anwendungen. Okay. So, gibt es weitere Fragen? Sonst, Sie hatten vorher noch eine Frage. Ja, nur abschließend noch, ob Kaspersky eventuell beabsichtigen könnte, wenn Sie solche Vorgänge feststellen, eine zusätzliche Servicemeldung, zum Beispiel eine Stelle in Deutschland oder eine Polizeisache, Landessache ist, für jedes Land zu nennen, wo sie sich in jedem Fall hinwenden sollten, das ist ein Vorschlag. Ich kann mir da vorstellen, wenn man da so
zu der Polizei einmarschiert und dem dann, der gerade sein Leberkäsebrot wegpackt, sowas erzählt, der schaut dann an als sonst was. Ne? Also der würde gar nicht wahrscheinlich begreifen, um was es hier geht, sondern dass man vielleicht dann da einen Service noch mitliefert und sagt, diese Stellen sind vielleicht vorher mit dem LK oder sowas abgesprochen, explizit dafür zuständig, schreiben Sie denen und die könnte es dann gegebenenfalls koordinieren. Zumindest ist ja auch, dann, man kennt es ja von Einbrüchen her, wenn man die Gebiete und die Einbruchsverhalten der Einbrecher beobachtet, kann man Einbrüche voraussehen, hat sehr viel geholfen in einigen Bereichen. Ist sowas beabsichtigt, und das wäre so ein Hinweis, weil der Kunde selbst wird ja da meist gar nicht weiter wissen, kann man sagen. Ja, finde ich allgemein eine sehr, sehr schöne Idee. Nur weil es wird meistens, Entschuldigung, über die LKA-Ämter eben dann weiter verfolgt. Ich weiß jetzt nicht, ob es dort eine Art zentrale Stelle gibt, die dementsprechend diese Informationen weiterrüben kann. Das heißt, hier stelle ich, könnte ein mögliches Problem sein. Aber ich kenne ja, das wäre genau die Idee, dass Sie die Behörden darauf aufmerksam machen, so eine Stelle zu schaffen. Also wir machen es vor allem dann PR-seitig, dass wir diese Informationen nach draußen geben und dementsprechend auch hoffen, dass wir dann die Betroffenen auch damit erreichen. Das ist natürlich unsere Hoffnung. Ja. Ansonsten finde ich das eine sehr schöne Idee, wenn man so im Prinzip diese Information gezielt dann auch an die Betroffenen weiterleiten könnte, die eine solche Anzeige eben aufgegeben haben. Würde ich mir auf jeden Fall mit dem Betroffenen behalten. Okay, dann eine Frage haben wir noch. Ja, ich muss mir noch eingreifen. Ja, bitte. Die Angriffe passieren ausschließlich auf PC-Gaming-Systemen oder gibt es auch schon PlayStation Network oder bei Xbox irgendwelche Anzeichen dafür? Also im Konsolenbereich habe ich entsprechendes noch gar nicht gesehen. Das ist tatsächlich hier Tesla Group als Vertreter Ransomware, die auch Gamer angreift, ist für mich einzigartig und dementsprechend auch nur auf dem PC zu sehen. Viele Konsolen haben ja auch einen Browser, einen proprietären Browser meistens dann in sich. Das heißt, entsprechend wäre es da auch möglich. Aber dadurch, dass im Prinzip die Kapselung ähnlich Sandboxing dort vorhanden ist, ist das Risiko hier sehr gering. Ansonsten hat man im Prinzip diesen einen App-Shop im Prinzip, das Apple-System, wenn man so möchte. Das heißt, man hat einen zentralen App-Store, von wo man aus die Apps installieren kann. Und wenn man diesen entsprechend auch absichert, ist natürlich hier das Risiko. Dann machen wir hier die letzte Frage. Sie haben ja vorhin in Ihrer Präsentation erwähnt, dass Sie für die Analyse VMware zum Beispiel benutzen oder Virtualisierungstechnologien. Ist da mittlerweile auch eine Ransomware bekannt, die, sag ich mal, hypervisor-übergreifend in alle virtuellen Maschinen eindringen könnte durch eine Infektion einer einzelnen Maschine? Da gibt es sehr wohl Technologien. Eine davon ist relativ jung und zwar, jetzt fällt mir gerade der Name dazu nicht mehr ein, aber ich kann Ihnen sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Und zwar wurde bei einem Hypervisor, bei einem Anbieter, bei einer Lösung ein Legacy-Treiber verwendet. Das heißt, das war ein systemweiter Treiber, der ein Diskettenlaufwerk emulieren sollte. Und entsprechend war dieser Treiber überall aktiv und über eine Lücke in diesem Treiber war es möglich, alle virtualisierten Maschinen zu kompromittieren. Okay. Darüber war es möglich. Ja. Okay, damit. Also es gibt sehr wohl dafür immer mal wieder Ansätze, aber die sind dann schon sehr raffiniert, also auch selten.